In diesem Tutorial zeige ich, wie man bestehende Module in Slicer in seinem eigenen Python-Modul verwenden kann. Skizziere kurz, wie man die dafür notwendigen CLI-Nodes interpretieren kann und stelle eine Möglichkeit vor, mit externen Dateien, wie zum Beispiel Textdateien, zu arbeiten. Slicer bietet von Haus aus eine Fülle an verschiedenen Modulen, die unterschiedlichste Zwecke erfüllen. Warum sollte man sich die Mühe machen und Zeit in die Lösung eines Problems verschwenden, wenn Slicer nicht nur ein passendes Modul zur Lösung des Problems parat hat, sondern auch eine Schnittstelle anbietet, mit welcher fremde Module in unsere eigenen integriert werden können? Für unser Beispiel picke ich mir das AddScalarVolume-Modul heraus. Das AddScalarVolume-Modul kann zwei Input-Volumes überlagern und diese neu erzeugten Daten in einem Output-Volume ablegen. Hier habe ich schon etwas vorbereitet. Dieses Modul bietet momentan nur eine sehr einfache Oberfläche und noch keine Funktionalität. Zu den Einzelheiten der GUI komme ich später. Zunächst werfen wir einen Blick auf die zu implementierenden Funktionen. Das sind diese drei hier. Einfache Funktionen, die bei Betätigen der entsprechenden Button aufgerufen werden. Schauen wir uns die Oberfläche einmal an. Beim Fuser habe ich versucht, AddScalarVolume ein wenig nachzubauen. Es gibt drei Node-Combo-Boxen, einen Button und einen Ladebalken, der momentan noch nicht zu sehen ist. Etwas weiter unten habe ich ein ausklappbares Menü für den zweiten Teil des Videos angelegt. Wir werden eine Textdatei importieren und den Inhalt in einem Textfeld anzeigen und bearbeiten können. Mit einem Klick auf den Save-Button wird der Inhalt der Textdatei einfach überschrieben. Momentan machen die Funktionen jedoch nichts weiter als eine Textausgabe auszuführen. Beginnen wir mit der GUI. Zunächst einmal ein Collapsible-Button, damit ich das Fuser-Menü einklappen kann. Direkt darunter ein weiterer Collapsible-Button für das zweite Menü. Die Nähe im Code zueinander ist wichtig, damit im Plugin später keine große Lücke zwischen den Menüs entsteht. Hier wird auch nur wieder eine Node-Combo-Box von Slicer für VTK MRML Scalar Volume Nodes eingebaut, bei der ich dem Nutzer verbiete, neue Volumes zu erschaffen oder bestehende zu löschen. Diese muss auch wieder an die Szene gebunden werden, sowie an ein Frame. Weitere Informationen zu Frames und Layouts findest du in meinem letzten Video. Der Code für die zweite Combo-Box ist lediglich kopiert und angepasst worden. Auch die Output-Combo-Box ist erneut eine Kopie, aber ich verbiete dem Nutzer nicht, neue Volumes zu schaffen und bestehende zu löschen. Dadurch kann ein leeres Volume angelegt werden und verwendet werden. Die Buttons sind auch aus meinem letzten Video bekannt. Interessanter hingegen wird dieser Ladebalken. Anders als der schon bekannte Qt-Ladebalken ist dieser hier aus der Slicer-Bibliothek und speziell für die Verwendung von CLI-Prozessen zugeschnitten. Ansonsten lässt er sich wie ein normales GUI-Element an unser Layout binden. Der CLI-Ladebalken arbeitet mit sogenannten VTK-MRML Command Line Module Nodes, hier einmal dargestellt. Dazu später mehr. Auch das Layout ist aus meinem letzten Video bekannt. Auch diese Button sollten mittlerweile bekannt sein, ebenso wie das Textfeld, das wir in einem anderen Video auch schon einmal verwendet haben. Nun programmieren wir unsere Funktionen aus. Ich beginne damit, auf die gesetzten Nodes in meinen Combo-Boxen zuzugreifen. Ich muss für diesen Prozess alle drei Nodes gesetzt haben. Um dies sicherzustellen, baue ich eine Abfrage ein und werfe notfalls eine Fehlermeldung, nach der die Funktion abgebrochen wird. Wenn alles gut geht, werden wir jedoch drei Nodes haben, mit denen gearbeitet werden kann. Als nächstes benötige ich Parameter. Parameter werden in einem Set übergeben. Hier benenne ich die jeweiligen Schlüssel nach vordefinierten Parameternamen. Diese Parameternamen müssen exakt so übertragen werden, wie das aufzurufende Modul sie benötigt. Informationen dazu, wie diese Parameternamen heißen und wo man sie finden kann, findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes lade ich mir das Modul als Objekt in eine Variable. Das Ganze funktioniert auch über die Slicer-Bibliothek im Package Modules.
Nun kreiere ich mir einen CLI-Node. Dieser wird mit einem Aufruf aus dem Package CLI der Slicer-Bibliothek erzeugt und benötigt als Parameter das Modul, welches wir gerade eben geladen haben, sowie mindestens noch die Parameter. Zuletzt übergebe ich diesen CLI-Node an unseren CLI-Ladebalken. Nun in Slicer lade ich mir zwei Testdateien als Input und erzeuge mir ein leeres Output-Volume in der Combo-Box. Zur Kontrolle, das Volume ist dann leer, wenn wir keine Slices in der Vorschau zum Durchscrollen haben. Nun testen wir, ob unsere Funktion auch tut, was sie soll. Wie wir sehen, reagiert der Ladebalken und erhält kontinuierliche Statusberichte vom arbeitenden Modul. Alles scheint zu funktionieren. Ein kurzer theoretischer Einschub. Wie kann man sich das verbildlichen, was hier passiert? Nun, wir haben einen CLI-Node, welcher Referenzen zu unserem Modul und den gesetzten Parametern speichert. Dieser CLI-Node ist quasi unser Schlüssel, um von außen mit einem anderen Modul zu interagieren. Über das Command-Line-Interface von Slicer kann nun der CLI-Node an das Modul herantreten, für welches er erzeugt wurde. Diesem übermitteln wir nun unsere Parameter und erhalten nun laufende Status-Updates, wie weit der Arbeitsprozess fortgeschritten ist. Diese Informationen visualisiert der CLI-Node über den Ladebalken in unserem Modul. Ich erhebe keinen Anspruch auf fachliche Korrektheit, so ist es aber recht gut vorstellbar. Gut, kommen wir zum zweiten Teil des Videos: Arbeiten mit externen Textdateien. Wie schon beschrieben, wollen wir eine Datei laden und anzeigen können und auf Knopfdruck Änderungen abspeichern. Zunächst lege ich mir eine einfache Textdatei an, die ich mit etwas Schwachsinn fülle. Fangen wir nun mit der Implementation an. Zunächst wollen wir, dass das Textfeld jedes Mal geleert wird, wenn ich eine neue Datei lade. Ansonsten füllen wir es immer weiter mit Inhalt. Nun erzeuge ich einen File-Dialog, also ein klassisches Menü zum Auswählen von Dateien und Ordnern. Nun frage ich über einen entsprechenden Getter das Menü an, welchen Pfad der Benutzer denn ausgewählt hat. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt wird das Menü erscheinen und der Nutzer übergibt dem Skript den Pfad zur auszuwählenden Datei. Mit dem Befehl withOpen erkläre ich, dass ich nun eine Datei öffnen möchte. Ich übergebe den Pfad zu dieser Datei und gebe ein Schreib- oder Leserecht mit, dargestellt durch ein kleines R oder W. Dann benenne ich die zu ladende Datei in diesem Beispiel mit File. Ich lege eine neue Variable an, ein Array, und lasse in dieses alle Zeilen meiner Datei schreiben. Da es sich bei Data um ein Array handelt, kann ich dieses mit einer einfachen Vorschleife durchlaufen und füge für jeden Index den jeweiligen Inhalt in mein Textfeld ein. Scheinbar klappt alles. Nur die Speichern-Funktion fehlt jetzt noch. Diese ist sogar noch viel kürzer als die Ladefunktion, da wir hier bereits den Pfad zur Datei kennen und nutzen können. Erneut nutzen wir den Befehl withOpen, verwenden den Pfad zur Datei, setzen jedoch ein Schreibrecht. Nun würden wir intuitiv einfach den gesamten Inhalt des Textfeldes in die Datei schreiben. So simpel ist es dann aber doch nicht. Es würde an dieser Stelle zu Encoding-Fehlern kommen und wir müssen unseren Textfeldinhalt zunächst zu einem String casten. Wenn wir keine Auswahl treffen, wird unser Skript nur bis zu dieser Stelle erfolgreich ausgeführt, da wir eben keinen Pfad übergaben, über den eine Datei zu laden gewesen wäre. Unser Textfeld wird dennoch gereinigt.